Willkommen, liebe Leute, bei einem neuen Motiv mit mir in Hamburg, in der Fischbecker Heide. Heute möchte ich so ein bisschen was zeigen über Skizzieren. Das heißt, wie baue ich eine Landschaft auf? Wie finde ich überhaupt das Motiv in der Landschaft? Und ich habe etwas ganz Wesentliches gemacht. Ich habe mich einfach hingesetzt und geguckt und nun habe ich was gefunden. Und darüber werde ich euch jetzt was zeigen. Viel Spaß dabei! Den habe ich immer dabei. Das ist ein Aquarellblock. Auf dem kann man aquarellieren, auf dem kann man Acryl malen und auf dem kann man auch zeichnen, wenn man möchte. Der ist dünn und äußerst flexibel, sehr gut mitzunehmen. Und da hinten habe ich so einen Baum ausgemacht mit einem Weg, wo ständig das Licht so herrlich, traumhaft schön durchscheint. Und diese Wolken machen ein so geniales Lichtschattenspiel, das ist einfach zum Umkippen. Und jetzt suche ich mit meinen Strichen, mit der Skizze, ein gutes Motiv, dass dieses Motiv so schön für mich gut im Blatt sitzt. Und da mache ich erstmal so einen kleinen Rahmen, dem Format dieser Leinwand entspricht. Und möchte, glaube ich, den Weg hier in das untere Drittel reinsetzen. Bei dem Baum, ich mache alles erst ganz einfach, achte ich darauf, dass er das Bild nicht direkt in der Mitte teilt. Ich habe die Natur hier, ja, aber ich muss nicht alles genauso meinen, wie es ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche für das Bild zum Beispiel einen Baum, der hier ein bisschen rüber wächst, gerne lassen wir den kurz wachsen. Ein bisschen Malerdüngung und schwupps. Ist er hier rüber gewachsen. Hier ist so eine schöne Diagonale von einem Weg, die möchte ich mit drauf haben. Und hier ist das Gras ein bisschen verfärbt, ein bisschen heller, das möchte ich auch mit drauf haben. Ganz toll. Hier noch ein kleines Stück Berg. Ah, ich weiß jetzt schon, das wird super, das gefällt mir. Okay, wenn ich das Gefühl habe, das wird gut, dann nähere ich mich mehr der Skizze an. Und jetzt kommt etwas Wesentliches. Diagonalen, waagerechte, senkrechte. Hier haben wir eine senkrechte. Hier haben wir eine Diagonale. Hier haben wir eine Diagonale. Hier hinten haben wir eine Diagonale in die Richtung. Diese Diagonale. Hier eine waagerechte. Hier eine Diagonale. Ich mache mal den Bildrand jetzt deutlicher. Und man versucht im Bild ein gutes Gleichgewicht aus den verschiedenen Diagonalen, senkrechten und waagerechten zu haben. Hier schräge ich den Baum ein bisschen an. So habe ich hier noch eine Diagonale, hier die senkrechte, hier eine Diagonale, die den Blick nach unten bringt. Dann hier dieses hellere Stück Gras, was den Blick wieder ein bisschen nach oben lenkt. Dann hier muss ich nachher eine Kante machen. Vielleicht mache ich hier einen andersfarbigen Rasen hin, damit der Blick hier wieder zurückkehrt. Und dann haben wir hier so wunderbar diesen Weg mit dem dichten Schatten. Das wird nachher wahrscheinlich die dunkelste und die hellste Stelle in meinem Bild werden. Sehen Sie? Solche Diagonalen, senkrechte, waagerechte, alles vertreten und ich finde, das sieht ganz spannend aus im Bild. Im Himmel sind auch Diagonalen und waagerechte, aber ich glaube, ich werde ihn eher ein bisschen zurückhalten lassen, weil sonst viel zu viel auf dem Bild los ist. Ich empfehle euch, ganz viele Skizzen zu machen, viel auszuprobieren, weil ihr so euren Blick für das Motiv schärft und immer mehr und mehr sehen könnt, mehr und mehr wahrnehmt, mehr Ideen bekommt für Kompositionen, für Bilder. Und das öffnet ungemein und plötzlich steht man irgendwo und alles ist voll mit Motiven und das ist einfach super. Das hier ist eine sehr schnelle Skizze. Ihr könnt die gern ausführlicher machen, wenn ihr wollt. Ich empfehle es aber so zu machen, dass man sich auf jeden Fall selber noch auskennt auf dem Bild. Also wichtige Formen gern noch mal ein bisschen nachzeichnen. Dass ihr so wirklich das Gefühl habt, alles klar, das ist meine Komposition. Gut, die Rhythmen gefallen mir. Nicht einfach so jetzt Diagonalen machen und so und jetzt stimmt das so ungefähr, jetzt sind alle Diagonalen vorhanden.
sondern wirklich gucken, gefällt mir das? Gefällt mir der Rhythmus? Gefallen mir die Abstände? Ist etwas zu mittig? Sind die Abstände oben, unten gleich? Sind die Abstände links, rechts gleich? Oder, was erstrebenswert ist, asymmetrisch in einem spannenden Rhythmus, in einem spannenden, nicht zu gleichwertigen Verhältnis zueinander. So aber komponiert, dass es nachher ein gutes Gleichgewicht ergibt, dass nicht zu viel auf der rechten, zu viel auf der linken Seite ist. Dafür ist dieser Baum hier, den ich nachher male, auch wichtig, weil der nachher nochmal was aufhängt. So, zur Orientierung noch einmal ein bisschen Schatten. Und dann legen wir los. Hier am Rand von der Palette, da ist die Farbe nicht so viel Wind ausgesetzt wie in der Mitte. Bleibt also ein bisschen länger feucht. Chinacridon-Violett, herrlicher Ton. Moin, liebe Leute, jetzt geht's um Himmelmischen. Welche Farbe hat Himmel? Und da nehmen viele immer nur Ultramarinblau und Weiß. Und das ist eine ganz tolle Übung, sich mal draußen hinzusetzen und wirklich zu versuchen, genau diesen Ton zu treffen. Nicht diesen chemisch blauen Ton, den man auf Fotos hat, sondern genau diesen Ton. Und ich habe echt viele Farben auf die Palette getan, um diesen Ton zu mischen. Oben ist er ein bisschen dunkler, unten ist er ein bisschen heller. Und das würde ich gerne einmal machen, um euch das zu zeigen und euch für diese vielen facettenreichen Farben des Himmels zu öffnen. Und dies hier ist eine. Heute blauer Himmel. Okay, Weiß, wichtige Grundfarbe. Ja, ich gebe zu, Ultramarinblau auch. Vielleicht ein Hauch Kobalttürkis, ein Hauch Phthaloblau, Cyan, PHTH, Aloblau, Phthaloblau. Und das ist zu viel, da haben wir diesen Himmel, der immer auf Fotos erscheint. Wie wäre es mit ein bisschen Palettendreck? Ist noch kein Palettendreck da? Dann nehmen wir ein bisschen Braun mit hinein. Ein Hauch Chinacridonviolett, um diese authentische Farbigkeit hinzukriegen. Schon mal einen Probeanstrich. Yes! Das passt. Ein bisschen lichten Ocker mit hinein. Weil der Himmel doch eine leicht gelbliche Färbung unten hat. Es ist Malgeh Spezial mit drin. Ein bisschen Trocknungsverzögerer noch, weil es hier schön warm ist. Und nach oben hin wird er ein bisschen dunkler. Wieder nehme ich dieses chemische Phthaloblau Cyan Ultramarinblau mit rein. Und oben ein Hauch Zitronengelb, wie wäre es damit? Noch ein bisschen mehr. Ist mir das alles zu grünlich, nehme ich Rote, um das Grün ein bisschen zu neutralisieren, aber nicht so viel, dass es grau wird. Und schwupps, habe ich eine Farbe, die ein bisschen dunkler ist. Ein bisschen mehr Rot noch. Es soll noch ein bisschen gräulicher oben werden. Gräulicher heißt nicht grauer Himmel, nur nicht ganz chemisch blauer Himmel. Oh, das war zu viel reingegriffen. Alles klar, weiter mischen. Kobalttürkis mit reingetan. Noch ein bisschen Phthaloblau Cyan. Noch ein bisschen Ultramarinblau. Um eine richtige, eine echte Himmelfarbe hinzukriegen. Und ich bin der Meinung, oben ist noch mehr Ultramarinblau. Ein bisschen braun. Noch mehr Ultramarinblau. So. Nach oben hin wird er, wie gesagt, dunkler. So, wenn ich streng bin, ein bisschen mehr Phthaloblau Cyan noch rein. Ein bisschen Wasser, damit das Ganze gut fließt, aber nicht zu viel, dass es umherschwappt. Ausprobieren. Oh, zu hell geworden, lieber Herr Eckert. Erstmal hier mischen, dann auf die Leinwand. So. So, und für die Leute, die lebendige Malerei lieben, die machen dann nicht so, die machen so. So, nach unten hin wird der Himmel noch heller. Wieder ein bisschen Malgel, ein bisschen Weiß. Aber ich gehe mit dem Weiß nicht in diese riesen Pfütze, weil dann bräuchte ich unglaublich viel Weiß, sondern nur am Rand der Pfütze. Weich Malgel Spezial und Retarder Trocknungsverzögerer mit drin habe, ist die Farbe noch feucht und ich kann hier schön locker die Farbe umherschwenken, obwohl es warm draußen ist.
Ich kann, wenn ich möchte, ein bisschen mehr Tiefe haben möchte, kann ich oben ruhig noch ein bisschen mehr Ultramarinblau, noch ein bisschen Chinacridonviolett, noch einen Hauch Phthaloblau, wenn es zu grün wird, wieder ein bisschen Chinacridonviolett und oben noch ein Gramm dunkler machen. Manchmal, weil ich dann dieses Blau gerne im Untergrund nochmal habe, auch am Boden, mache ich etwas von der Restfarbe hier auf dem Boden, nur damit es nachher ein bisschen durchschimmert, damit das Bild nachher als Ganzes gut funktioniert. Gut, das reicht erstmal mit dem Himmel und jetzt kommen ein paar Wolken und auch dort sind viele Farben gefragt. Natürlich weiß, aber auch verschiedene Graunuancen und bei den Wolken, die ein bisschen weiter vorne sind, kann man auch ein bisschen wärmere Töne wie lichten Ocker oder Braun mit reinmischen. Los geht's. Wolken. Weiß. Erstmal weiß. Ein Hauch lichten Ocker. Ist noch feucht, die Farbe des Himmels. Deswegen vermischt sich das gerade ganz gut. Sehr, sehr gut. Das ist für die Realisten fein, weil dann hat man nicht so viel Konturen und hat eher weiche Übergänge. Für mich nachher ist die Malerei das Interessantere, also die Pinselspuren, die sichtbar bleibenden. Aber trotzdem, jetzt erstmal zum Anlegen der Wolken ist das doch sehr willkommen, dass alles so ein bisschen ineinander verschwimmt. Und die gern gegenständliche Himmel malen möchten, also sehr realistische, die können dann auch was in diesem Film noch mitnehmen. Vorne werden die Wolken wärmer. So entsteht eine Tiefe. Vorne werden die Wolken kontrastreicher, heller und dunkler. Auch so entsteht eine Tiefe. Und jetzt braun. Chinacridonviolett. Na, wer hat gedacht, dass die beiden in Wolken zusammenkommen? Ein bisschen preußisch-blau, lichten Ocker, Palettendreck. Und schon haben wir eine leichte graue Unterkante, die wir noch stärker machen können. Mit mehr Violett, mit mehr Braun, mit mehr preußisch-blau, mit einem Hauch lichten Ocker. Und mehr Ultramarinblau, mehr Braun, mehr Chinacridonviolett, ein bisschen von dem Phthaloblau Cyan. Damit das Grau nicht zu rötlich ist, brauche ich ein grünliches Blau, das das Rot ein bisschen neutralisiert. Hier kann ich auch noch ein bisschen grau nehmen. Hinten würde ich dann schon blasser werden, nicht ganz so kontrastreich. Und jetzt wieder meine Mischung. Ultramarinblau, Braun, Chinacridonviolett, ein bisschen Phthaloblau. Uiuiui, noch ein bisschen Braun. Und dann haben wir auch die dunklen Kanten noch. So. Wenn Sie dann nachher das Weiß machen wollen, ist zu empfehlen zu warten, bis es getrocknet ist, die Farbe. Weil man dann nicht so unendlich viel Weiß braucht dafür. Und wieder streiche ich ein bisschen von der vielen Farbe hier im Untergrundschimmer aus. Pinsel mache ich ungern gerade sauber, weil da so viel schöne Farbe drin ist, die ich noch so gut einsetzen kann. Ich lasse ihn erstmal liegen. Neuer Pinsel für das Weiß. Synthetikpinsel. Fast reines Weiß. Oh, ein Hauch Zitronengelb und ein bisschen lichter Ocker da drin wäre schon gut. Das ist jetzt sehr viel, deswegen streiche ich den Pinsel einmal aus und mische das separat noch einmal. Und dann gucken wir mal. Yes.
traue mich noch, dieses ganz Warme mit reinzunehmen. Ja, das entspricht aber der Farbe da oben. Yes. Genau. Und hier auch noch ein ganz bisschen jetzt. Hier dann aber das weniger Gelbe. Das bisschen kühlere Weiß. Dann kann ich noch mal in die restliche Himmelfarbe reingehen, die noch hier irgendwo ist, und das ein bisschen verteilen. Hier auch ganz zum Schluss noch mal. Die deckenden Töne draufsetzen. Ich muss mich entscheiden, ob ich zeigen möchte, wie ich ein Bild als Ganzes komponiere oder ob ich die einzelnen Komponenten zeige. Und mir geht es erstmal darum, einfach zu zeigen, wie mische ich so einen Himmel, wie mische ich Wolken, wie kann ich diese Sachen, diese Farbe, die Malerei aufbauen. Es kann sein, dass der Himmel nachher, wenn ich den Baum da hinten male, dass er dann verschwindet, dass die Wolken gar nicht mehr so aussehen. Aber da ich gerne das alles erklären möchte, ist es jetzt erstmal hier mit drauf. Kann sein, dass ich es nachher übermal, weil es eine zu starke Konkurrenz für den Baum mit dem Weg wäre, diese ganzen Kontraste, die wir hier oben finden. Also, auch das Weiß in den Wolken kann man mischen. Da haben mir folgende Farben geholfen. Zitronengelb, das Gelb, was dem Weiß nur einen ganz leichten gelblichen Schimmer gibt. Lichten Ocker, ebenso. Und dann ab und zu ein bisschen Palettendreck. Und Palettendreck sorgt immer dafür, dass die Farben ein bisschen mehr Natürlichkeit bekommen. Nicht ganz so rein sind. Jetzt mache ich die Skizze auf dem Blatt und nehme dafür wieder ein bisschen verdünnte Acrylfarbe. Und richte mich sehr streng nach meiner Aufteilung, die ich in der gezeichneten Skizze bereits gemacht habe. Und versuche mich sehr daran zu halten, wenn ich die Skizze hier auf die Leinwand übertrage. Hier soll der Weg hinkommen. Erstmal halte ich mich noch einfach von den Formen her. Ich wollte hier eine Diagonale hinmachen. Wenn ich jetzt schon zu genau mal und ich muss was korrigieren, das ist einfach nur nervig. Deswegen versuche ich jetzt alles noch relativ einfach zu halten. Hier war doch die Diagonale. Die fand ich gut, finde ich immer noch gut. So. Hier geht der Weg entlang. Hier ist die helle Stelle. Hier geht der Berg hoch. Hier sind Bäume. Hier dieser tolle Graben mit den Diagonalen. Hier meine waagerechte. Guck mal, jetzt können wir sogar Berge malen. Wüste. So. Und hier hinter die Bäume in der Entfernung und diese Baumgruppe, die ich ein bisschen größer machen wollte. Alles erstmal einfach vorgezeichnet, damit ich jetzt noch gucken kann, ob ich irgendwas ändern möchte. Ob mir die Rhythmen gefallen, ob mir die Zwischenräume gefallen, ob das vielleicht zufällig genauso groß ist wie das, nein, Gott sei Dank nicht. Ob der Baum hier direkt in der Mitte aufhört, nein, Gott sei Dank auch nicht. Ob das hier genauso breit ist wie das, auch nicht. Schön. Nachher kann ich auch ganz viel noch in der Malerei ändern. Ich kann jetzt mich schon mal ein bisschen orientieren
wo ich so die Schatten hinsetzen möchte. Ist ein bisschen angelehnt an der altmeisterlichen Untermalung, aber ich mache das viel schneller und spontaner. Ganz wichtig für mich, hier sollen die meisten Kontraste sein, denn da geht es für mich, das soll mein Bildschwerpunkt sein. So. Hier auch. Denn die Dunkelheiten und die Helligkeiten sind ja auch ein wesentliches Element der Bildaufteilung. Also ist es schon schlau, sich früh darum zu kümmern, wo man diese Elemente hinsetzen möchte. Die Rhythmen verändern sich ja, wenn man Stellen dunkler macht. Würde ich es hier jetzt ganz dunkel machen, wird der Blick sofort nach da sausen. Ich lasse es lieber hier ein bisschen dunkler. Hier auch, damit der Blick wieder hier wandern kann. Damit der Blick hier wieder zurückgehen kann, sorge ich dafür, dass es hier eine Diagonale gibt. Das hier hinten ist auch erstmal nachher dunkel. Ja, dann können wir mit dem Malen beginnen. Ganz wichtig, das sehe ich jetzt, ist zu gucken, wo ist die Mitte des Bildes. Wenn hier Dunkelheit ist und direkt über der Mitte Helligkeit, dann ist das langweilig. Ich muss mich also entscheiden, wie ich mit dieser Mittellinie ein bisschen spielen kann, dass nicht alles direkt auf der Mitte aufhört, das Dunkle. Also entscheide ich mich, ziehe ich entweder hier die Bäume ein bisschen höher oder ziehe ich den Himmel ein bisschen runter. Und ich finde es gut, den Himmel ein bisschen runter zu ziehen. Und das mache ich jetzt einfach erstmal mit Weiß für mich zur Orientierung. Ist ja noch die Vorzeichnung. Sehe da, okay, ich kann auch ein bisschen gleich ins Blau gehen, dass das gut aussieht. Moment. So, dann ziehe ich es hier ein bisschen runter. Dass es nicht zu mittig ist, das Ganze. Hier auch. So, das darf ich ganz gut. Ja, und den Rest entscheide ich nachher bei der Malerei. So, einmal die Mitte. Ist das die Mitte? Sehr gut. Da ist die Mitte. Da muss ich nachher drauf Acht geben. Gut. Dann kommen jetzt die Grüntöne. Bei den Grüntönen ist das so ein Traum, was diese Landschaft hier bietet. Ein richtiges Maigrün haben wir aber trotz dieser Vielzahl von Grüntönen nicht. Wenn man das mischt, stellt man fest, dass alles grünbraun, grüngrau ist, obwohl es herrlich grün ist. Und hier sind so viele Nuancen und Varianten. Und da freue ich mich drauf und das zeige ich euch jetzt. Ganz wesentlich dafür ist diese schöne Farbe. Phthalogrün bläulich, PHTH Alugrün, Phthalogrün bläulich. Ich nenne es immer das hässliche Entlein, weil es ziemlich bläulich kalt ist, das Grün. Aber in dem Mischen ist das ein Wahnsinnstraum. Und jetzt kommt zum ersten Mal auch das massiv deckende Cadmiumgelb Mittel zum Einsatz. Empfehlen tue ich, mit Mitteltönen zu beginnen, den Tönen, die weder hell noch dunkel sind. Und großzügig beginnen. Also, hier ist mein Grün, hier ist mein Malgel Spezial, hier ist lichter Ocker. Lichter Ocker, Palettendreck, das Braun ist total wichtig jetzt, um die Farbe zu brechen. Oh, sehr warm.
Kann ich diesen Ton irgendwo gebrauchen? Gleich, wenn die Sonne kommt, wahrscheinlich. Okay. Ich brauche unbedingt braun. Umbra gebrannt. Und wenn wir uns jetzt mal diesen Baum da hinten angucken, der ja sehr zentral hier ist, was ist das für eine Farbe? Das ist doch kein richtiges Grün. So aufmerksam mischen wie beim Himmel. Ist das der Ton? Das könnte er sein. Jetzt schon wieder ein anderer Ton bei Licht und Schatten. Okay, egal. Ich beginne bei Bäumen gerne mal mit dem Schattenton. Bisschen Wasser wieder. Bisschen magisch spezial. Und im Schatten, da ist Blau immer eine gute Sache. Warum beginne ich mit dem Schattenton? Weil ich danach die hellen Stellen so prima drüber setzen kann. Liebe Leute, das hier ist jetzt Mischnirvana. Einfach nur in der wunderschönen Landschaft sitzen, in der Sonne und mischen. Besser geht's nicht. Gebe zu, ich setze jetzt ein paar Dunkeltöne, obwohl ich was anderes angekündigt habe. Aber es ist strategisch einfach besser. Lichte Ocker. Cadmiumgelb, aber nur wenig. Palettendreck. Ganz viel Dreck ist in meinem Pinsel drin. Ganz wichtig. Und im Hintergrund, da können wir sogar Weiß mit reinnehmen. Vorsicht, nicht zu viel, dass es nicht milchig wird. Eher gräulich, nicht milchig. Das sind die Farben da hinten. Auch Zitronengelb, das Gelb für die leichte Gelb-Nuance. Ja, liebe Leute. Und mischen. Ich kümmere mich viel darum, dass auch leicht rötliche Töne in dem Bild auftauchen,
weil sonst das Grün überwiegt und so die Farbigkeit auch unausgewogen ist. Das heißt, zwischen den Blättern erkennt man rötliche Töne. Hier das Grau ist leicht rötlich. Auch ein rötliches Braun hilft immer. Eine Farbe in der Natur, wo man viel Blau und Grün hat, hilft das immer so gut zusammenzukriegen. Ein feiner Tipp ist auch immer ein dicker Klecks Braun irgendwo in der Mitte des Bildes, der die Farbigkeit zusammenhält. Das heißt, einerseits richtet man sich nach der Farbigkeit der Natur, andererseits behält man sein Bild im Blick und guckt, was es noch braucht an Farbigkeit, was dem Bild fehlen könnte. Ich finde diese Töne wunderschön, dieses leicht Rot, dieses Violette hier. Es tut dem Bild sehr gut. Dann eine andere Sache für Tiefe und Plastizität. Ich kümmere mich darum, dass manche Striche, die ich setze, auch in eine besondere Richtung gehen. Bedeutet hier zum Beispiel, wo der Graben ist. Da kümmere ich mich dann auch darum, dass dann die Striche tatsächlich auch so entlang laufen, um anzudeuten, dass es hier hoch geht. Dann gibt es Stellen, wo man das Waagerechte ein bisschen betonen möchte. Oh, und da hinten scheint gerade ganz tolles Licht drauf. Wahnsinn, super Moment. So, und dann würde ich hier die Striche auch erstmal waagerecht machen. So, jetzt scheint es gut hier durch. Hier auch. Das gibt dem Ganzen so eine Tiefe, weil die Striche den Blick in eine gewisse Richtung leiten. Man so auch die Beschaffenheit der Landschaft, wo geht's hoch, wo geht's runter, erklären kann. Vorne kommen warme Farben hin. Warme Farben sind Farben, die Rottöne, Gelbtöne enthalten, ins Rote, ins Gelbliche gehen. Kalte Farben sind Farben, in denen Violett, Blau vorkommt. Die kommen dann eher in den Hintergrund. Kontraste kommen nach vorne. Im Hintergrund arbeitet man eher blasser. So sind zum Beispiel diese Töne hier. Das Licht, was hier auf den Bäumen liegt, viel blasser, viel kontrastärmer als das hier bei dem Baum. Und auch die Schatten sind Schatten da, aber nicht so tief, nicht so dunkel. Und nach wird auch der Pinsel ein bisschen kleiner, weil ich mehr und mehr Details setzen möchte. So am Baum. Hier kommen die Schwärzen hin, denn hier soll ja nachher der Betrachter auch drauf gucken. Da lenke ich also meinen Fokus hin. Und euch ist sicherlich nicht entgangen, dass ich die Farben überall im Bild immer wieder verteile. Dadurch entsteht dieser Eindruck, dass das Bild in sich stimmig ist, ausgewogen.
Natürlich setze ich hier auch Licht und Schatten, diesen Bereichen. Aber wie man erkennen kann, mit viel weniger Kontrasten. In den grünen Mischungen ist Kobalt-Türkis mit drin. Hier auch. Phthalo-grün bläulich. Ultramarin-blau. Preußisch-blau für die dunklen Grüntöne. Immer zusammen mit Chinakridon-Violett. Allgegenwärtig das Weiß, aber eben nur so dosiert, dass die Farben pastellig, aber nicht milchig werden. So, jetzt wird es spannend, wenn ich hier die helle Stelle gleich hinsetze, dann wird automatisch die Aufmerksamkeit des Betrachters auf diese Stelle im Bild gelenkt. Weil man immer auf Kontraste blickt. So, und darum ging es mir. Ich wollte ja diesen Weg hier hervorheben. Jetzt nehme ich Weiß mit ein bisschen lichten Ocker. Mach einfach mal einen Strich, um das zu zeigen. Wahnsinn, ne? Sofort guckt man hier hin. Wenn das zu abrupt ist, zu schnell, zu abrupt, dieser Kontrast, dann kann man dem einen kleinen Auftakt bereiten und hier das noch ein bisschen sanfter ausklingen lassen. Wie zu erwarten war, passt der Himmel jetzt nicht mehr zum restlichen Gemälde. Das muss ich gleich noch machen. Aber ich wollte erst mal zeigen, was ich hier so alles mitgebracht habe. Das hier ist nämlich total super. Das ist ein Wanderstuhl. Den habe ich mitgebracht. Der ist cool auch für große Leute und man kann den nachher klein machen. Moment. So. Klein. Und sehr hoch und sehr leicht. Sehr gut. Dann auch sehr praktisch hier meine zwei Paletten. Wenn ich gleich wieder weggehe, dann kann ich die nämlich zusammenkleben. Dafür nehme ich Kreppe an und klebe die einfach zusammen, lege sie übereinander, die Farbe nach innen, so, klebt sie zusammen und kann die so dann schön heil nach Hause transportieren, ohne einen riesen Farbdreck zu machen. Dann, nicht fehlen darf ein Cutter. Warum? Ich, Schlaumeier, habe nämlich mein Wasser vergessen und musste dann meine Sprühflasche aufsägen, damit ich überhaupt hier mit Wasser arbeiten kann. Sprühflasche, sehr hilfreich, wenn es heiß ist, weil so kann man sein Bild die ganze Zeit nass machen und feucht halten. Dann, auch nicht schlecht, hier, liebe Leute, meine Pinselmatte. Und da ist wichtig, die sieht so aus, da rollt man die Pinsel einzeln drin ein. Und diese hier ist besonders praktisch, weil die Pinsel dort noch trocknen können, im Gegensatz zu Stoffmatten, wo sie gerne mal schimmeln. Ja, dann habe ich meine Farben dabei und sehr praktisch ist die Installation hier hinter mit dem Rucksack. Ich habe den Rucksack nämlich an die Staffelei gehängt, damit sie schwer genug ist und nicht umkippt. Und eine große Staffelei habe ich mitgebracht, weil es sich darauf nicht so wackelig arbeiten lässt wie an den normalen Staffeleien. Jo, das gibt's noch. Zeichenmaterial, klar. Und hier mein super cooler Anspitzer. Nicht runterfallbar. Also der fällt natürlich runter, geht aber nicht kaputt. Habe ich auch hier dick mit Felix markiert. Ein schönes Teil. Jo. So, und so sieht's hier aus. Gut, ne? Und hier, das sind die Leute, die hier mit mir drehen. Ne? Mit denen drehe ich hier regelmäßig durch. So, die Himmelmischung bleiben wohl die gleichen. Wenn es zu grünlich ist, Chinakridon-Violett und so weiter.
Ich erkläre eben kurz noch, was das Malge Spezial ist, was ich hier die ganze Zeit mit reinmische. Das ist nichts anderes als eine Paste, die die Farbe länger feucht hält und die einen schönen Glanz verleiht. Und das ist toll für eben große Übergänge, aber auch wenn man nicht möchte, dass die Farbe sofort antrocknet und dass das Bild nachher so aussieht, dass man gar nicht mehr richtig sagen kann, ob das ein Öl- oder ein Acrylbild ist, weil es so fein aus sich rausglänzt. Also nicht wie ein Firnis, den man drüber macht, sondern es glänzt aus sich raus, als wäre es ein Ölbild. Firnis, den man drüber macht, ist so ein oberflächlicher Glanz und hier ist der Glanz richtig in der Farbe mit drin. Es soll ja nur eine malerische Skizze sein, deswegen lasse ich das jetzt so. Wenn ich das richtig nochmal angehen möchte, nicht als Film, sondern als wirkliches Gemälde, dann denke ich, werde ich noch ein paar Stunden mehr dran setzen. Jetzt waren wir ungefähr 45 Minuten am Bild. Ja, viel Spaß mit dem Ausprobieren, mit dem Mischen und ich hoffe, ich konnte euch wieder was zeigen, mit dem ihr gut vorankommt und euch neue Horizonte erschließen könnt. Also eine gute Zeit mit der Malerei wünsche ich euch.